Oliver, leider 1:1 unentschieden. Was meinst du? Wäre mehr drin gewesen? Ja, wir hatten sehr viele Torchancen, die wir nicht genutzt haben. Und das 1:1 haben wir sehr unglücklich kassiert. Das wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Weil vor allem Bayern und Hoffenheim haben noch verloren, dann hätten wir einen großen Sprung nach vorne gemacht. Wie hast du das Spiel insgesamt gesehen? Ja, wir hatten eine kurze Phase drin, wo wir 1860 besser war, aber danach waren wir schon am Drücker und hätten locker gewinnen können. Du hast ja das 1:0 gleich zu Beginn geschossen. Sag mal, wie hast du das gemacht? Ja, unser Linksverteidiger hat quergelegt mit einem guten Lipferpass und dann habe ich ihn einfach mit der Innenseite einfach genommen und dann ist er ins rechte Eck gefallen. Das war gut. Ziemlich frühes Tor, beide Male gleich zu Beginn der Halbzeit, sowohl von 1860 als auch von euch. Ja, das Tor von uns war gut rausgespielt, hingegen von 1860 hätten wir besser verteidigen müssen. Da haben wir noch ein bisschen geschlafen, aber danach hätten wir es auch noch besser rausspielen müssen. Das war jetzt das erste Spiel nach der Winterpause. Was meinst du, was hat sich verändert jetzt im Winter und was kann man in der Rückrunde erwarten? Ja, nach dem Trainerwechsel war es am Anfang schwer, aber jetzt haben wir uns mit dem Trainer gut angefreundet und ich glaube, es wird eine gute Rückrunde für uns. Das nächste Spiel ist auswärts, ihr fahrt nach Hoffenheim. Was meinst du, was das für ein Spiel wird? Ja, wird schwer, weil die vor uns sind, aber ich glaube, es wird ein guter Kampf und wenn wir uns gut konzentrieren, dann können wir es auch gewinnen.